Ein herzliches Willkommen euch und Ihnen allen hier im neuen Haus Kirchplatz 2-3 unserer Propsteipfarrei St. Cyriakus, mitten in der Stadt. Ein Ort der Begegnung, ein Ort des Gespräches, ein Ort, an dem wir arbeiten und verwalten, ein Ort, an dem wir hoffentlich ein bisschen heiler werden, ein wichtiger Ort für uns alle. Und so heiße ich Sie ganz herzlich im Namen unserer Propsteipfarrei willkommen in diesem Haus, das entstanden ist auf Anregung von dir, Paul Neumann, und dann weiter geplant worden ist im Pfarreientwicklungsprozess mit Rolf Preis-Kirs. Einer der ersten Voten, die geschrieben worden sind in unserem Bistum zur Neugestaltung und mit der Entschiedenheit, hier mitten in Bottrop anwesend zu sein. Und mitten aus Bottrop und aus der Stadtgesellschaft und aus der kirchlichen Gesellschaft und überall her sind heute unsere Gäste gekommen. Ihnen ein herzliches Willkommen, die ich gemeinsam begrüßen darf mit Frau Schrader aus dem Vorstand des Pfarrgemeinderats und Ihnen, Herr Oppermann, aus dem Kirchenvorstand. Wir haben uns die Aufgaben ein wenig geteilt und so gilt mein Gruß heute Morgen allen und dann auch die Bitte, dass wir, wenn wir durch dieses Haus gehen, darum bitten, dass es ein Ort des Segens wird. Ja. Ohne Weih geht er. So. Die Laien sind im Korb. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wie Propst Kleve gerade schon gesagt hat, mein Name ist Martin Oppermann und ich bin der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes. Und in dieser Funktion möchte ich Sie alle ganz herzlich im Namen des Kirchenvorstands hier begrüßen. Eigentlich muss ich mich korrigieren, nicht des Kirchenvorstands, sondern ich müsste eigentlich sagen, der Kirchenvorstände. Nämlich alle 3 Jahre wird der Kirchenvorstand jeweils mit der Hälfte seiner Mitglieder neu gewählt. Seit 2014, mit dem Beginn des Pfarreientwicklungsprozesses, haben 4 unterschiedlich zusammengesetzte Kirchenvorstände zusammen für dieses Projekt gearbeitet. Sie haben sich für den Neubau eines Hauses für die Kirche auseinandergesetzt. Sie haben geplant und schließlich es auch umgesetzt, wie wir heute sehen können. Und dazu möchte ich auch ganz klar an alle Kirchenvorstände, die da mitgewirkt haben, meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. Auch an meinen Vorgänger, der heute auch hier ist als stellvertretender Vorsitzender, Herr Kusenberg, der auch alles mit ins Spiel gestoßen hat, auch nochmal ganz besonders meinen Dank dazu. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, wie im Bauausschuss und in allen Gremien immer wieder gearbeitet wurde, um dieses zu erreichen. Ja, und das schöne Ergebnis feiern wir heute und das feiern wir heute mit Ihnen. Und hierzu möchte ich jetzt auch noch einige Gäste besonders herzlich willkommen heißen und da ist zunächst der erste Bürger unserer Stadt, wie es immer so schön heißt, der Oberbürgermeister Bernd Tischler, herzlich willkommen. Auch den Leiter des Ressorts Kirchenentwicklung im bischöflichen Generalvikariat, Herrn Markus Potthoff und seine Mitarbeiter, die heute aus dem Bistum mit anwesend sind, herzlich willkommen. Als Vertreterin der Evangelischen Kirche möchte ich herzlich willkommen heißen Frau Dr. Lisa Kringel. Aber auch ganz wichtig natürlich, sonst würden wir hier nicht stehen können, auf festem Boden, den Architekten dieses Hauses und das ist Herr Franz Josef Beyer. Dann möchte ich auch begrüßen den ersten und einzigen Mieter in diesem Hause, den Internisten Herrn Dr. Gregor Postberg.
mit. Ja, der hier im Haus eine höchst moderne und fortschrittliche Arztpraxis eingerichtet hat und die wir aber auch, so wie ich gehört habe, später auch besichtigen können. Und natürlich, wir haben es gerade schon vom Propst Kleve gehört, Herr Propst Neumann, schön, dass Sie von Anfang an bis jetzt hier dabei sind. Ja, herzlichen Dank. Ja, dann übergebe ich meine Kollegin. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen im Namen des PGR, auch des Vorstandsteams. Wir sind ein Team, heute anwesend sind auch die Frau Busch und der Herr Dubke aus dem PGR-Team. Mein Name ist Marie-Louise Schrader. Wir dürfen ganz herzlich willkommen heißen die Vertreterinnen und Vertreter aller Gruppen und aller Gremien und aller Verbände und aller Anwesenden, die wir bislang noch nicht extra aufgeführt haben. Schön, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Schön, dass ihr da seid. Möchte ich auch ganz ausdrücklich nochmal sagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pastoralteams. Ich darf das Wort jetzt gleich weitergeben an den Herrn Hoffmann. Herr Hoffmann ist der beauftragte Bauleiter durch den Kirchenvorstand und auch nochmal an Herrn Fehr, den Architekten. Das ist gerade vorgestellt worden. Sie werden uns das Haus vorstellen, das Konzept, die Struktur, die Ideen, die dahinter stecken und auch die Besonderheiten. Und ich denke, wir dürfen gespannt sein. Ganz herzlichen Dank. Es ging zügig weiter, Steuerungsgruppe wurde gebildet, das erste Treffen 2016 haben wir uns das erste Mal getroffen und haben Arbeitskreise gebildet, die sollten eine Raumplanung erstellen, das sollte die Grundlage für den Architektenwettbewerb sein. Dazu gehört der Gewinn eines Wettbewerbes und die Einweihung so eines Hauses. Vielleicht gibt es noch andere Dinge, aber das ist, fällt mir natürlich im Moment hier ein. Wir freuen uns sehr darüber heute. Und dass wir das zum zweiten Mal in Bottrop erleben dürfen, ist wirklich was Besonderes. Das ist nicht gar nicht selbstverständlich. Es gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass man die richtige Idee hat im richtigen Moment. Und das ist uns offenbar gelungen. Wie das Martin-Zentrum ist auch dieses Haus natürlich eine sehr, sehr besondere Aufgabe. Wir haben das eigentlich jetzt schon in den Beiträgen sehr gut gehört. Und die besondere Aufgabe ist nicht nur, liegt nicht nur am Architektonischen. Nicht nur architektonisch ist es eine besondere Aufgabe, sondern auch inhaltlich. Die Kirche geht hier einen mutigen Weg. Sie haben ein offenes Haus gebaut, mitten in der Stadt. Sie verknüpfen viele Funktionen miteinander. Hier ist der Saal. Die Jugend ist oben drüber, das Pfarrbüro ist im Erdgeschoss, der Mieter ist noch auch im Hause, die Verwaltung ganz oben.
und vor allen Dingen im Erdgeschoss laden sie ein. Sie laden die Menschen ein zu einer Tasse Kaffee und zum Gespräch. Aus dem Erdgeschoss, im Erdgeschoss können sie dem Props zuwinken, wie er sozusagen hinter dem mehr oder weniger offenen Fenster sitzt und arbeitet. Die Kirche übernimmt nach meiner Wahrnehmung hier Verantwortung für die Stadt und für die Menschen der Stadt. Denn die Zeit, in der die Stadt überwiegend oder fast ausschließlich aus Handelsflächen besteht, neigt sich ja offensichtlich dem Ende zu. Oder zumindest wird das nicht mehr das einzige und Hauptthema sein. Und was wir brauchen, sind sicherlich Orte der Begegnung und Orte für die Menschen. Und insofern glaube ich, dass dieses Haus hier auch ein gutes Beispiel ist. Jenseits des Themas der Architektur. Aber diesem Thema muss natürlich Architektur auch gerecht werden. Und was heißt das eigentlich, ein städtisches Haus zu bauen, ein städtisches Gebäude zu bauen? Wir haben ja einen extrem engen Standort, das haben wir gerade eindrücklich vor Augen geführt bekommen. Viel enger geht es eigentlich nicht. Es ist ein Haus mit einer offenen Fassade. Das Haus soll kommunizieren. Innen und außen sollen miteinander kommunizieren. Man soll sehen, was innen ist, und von innen soll man sehen, was außen ist. Hier gibt es den Balkon ähnlich, also den erkerähnlichen Ausblick aus dem Saal. Oben drüber gibt es die Balkons und unten gibt es die offene Fassade. Unser Anliegen ist es nun, das Besondere und den besonderen Anspruch des Hauses auch auszudrücken. Dieses Haus, ich will es nicht im Einzelnen erläutern, aber ich glaube, insgesamt kann man sagen, das Haus ist eigenständig, aber es ist trotzdem, es fügt sich dennoch ein in die Stadt. Es fügt sich ein ins städtische Gefüge und man darf vielleicht sagen, es will nicht lauter sein als die Umgebung. Das heißt, es ist eigenständig, es hat eine eigene Identität, aber es ist eben auch ein Baustein der Stadt. Insofern fügt es sich ein. Man darf vielleicht sagen, es tanzt auch nicht aus der Reihe. Es will nicht extrovertiert, exaltiert sein, sondern es ist Teil der Stadt. Ja, das vielleicht ganz allgemein zu den architektonischen Gedanken, die wir hatten beim Entwerfen. Dass das Bauen hier nicht einfach war, das haben wir auch gerade sehr deutlich gesehen. Viel komplexer kann ein Haus dieser Größenordnung, die ja nun nicht so ganz gewaltig ist, eigentlich gar nicht sein. Zwei Treppenräume waren erforderlich, das sagt die Feuerwehr, das braucht man, wenn hier so viele Menschen sind. Verschiedene Nutzer sind hier, die Arztpraxis, eine extreme Enge, eine zusätzliche Baustelle in der Nachbarschaft, das denkmalgeschützte Nachbarhaus, die schiefstehende Wand und so weiter, viel Technik im Haus und so nebenbei eine Pandemie, die das Bauen auch nicht leichter machte. In Summe ist es uns trotzdem gelungen und ich glaube mit einem guten Ergebnis, auch wenn wir etwas verspätet sind, aber im Ende fragt danach dann eigentlich niemand mehr und es ist eigentlich auch gut, dass wir uns die Zeit da genommen haben. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für diesen wirklich tollen gemeinsamen Prozess. Und mein Eindruck oder mein Anliegen ist immer, dazu gehört vor allem der Bauherr. Sie können, wenn Sie durch die Stadt gehen und sich über Architektur ärgern, über Architekten schimpfen, das ist dann oft auch richtig, aber man muss auch über Bauherren dann reden, die ja offensichtlich nicht viel mehr gewollt haben. Das heißt, das eine und das andere gehört zusammen und führt zu einem guten Ergebnis, gehört eben neben dem Architekten auch der Bauherr, der es will. Und der es einfordert. Das richte ich gerne zum Beispiel an die öffentliche Hand und natürlich auch an jeden Privaten. Wenn man sozusagen etwas erwartet von der Stadt und wenn man von der Qualität der Architektur etwas erwartet, richtet sich dieser Appell an alle Beteiligten. Ich möchte mich ganz konkret also bei Bauherren bedanken und ich fange jetzt mal an mit jemandem, der eigentlich jetzt hier noch nicht vorne stand, nämlich mit Herrn Tebruck. Herr Tebruck ist nicht wirklich Bauherr, aber Herr Tebruck als Diözesanbaumeister hat natürlich genau diesen Aspekt der Sicherung der Qualität sehr im Auge gehabt. Sie haben den Wettbewerb vorbereitet und, wenn man so will, die Qualitätsmaßstäbe gesetzt und niedergelegt. Und deshalb ist der Prozess in Gang gekommen. Zu einem guten Ergebnis gehört eben auch der gute Prozess. Dafür sind Sie verantwortlich. Herzlichen Dank, Herr Tebruck. Ich möchte mich dann als
bei den Ehrenamtern bedanken. Das ist der Bautrupp, der 48 Mal, nicht immer waren alle da, getagt hat, ehrenamtlich wohlgemerkt. Ich zähle jetzt nicht alle Namen auf, Sie entschuldigen, aber ich darf Herrn Hoffmann noch mal erwähnen. Und ich glaube, Herr Hoffmann. Ich kann mich nicht erinnern, dass Herr Hoffmann mal nicht da war. Also Sie waren sicherlich 48 Mal da und Sie waren natürlich noch viel häufiger da. Ich glaube, das darf man sagen, während der Bauzeit quasi jeden Tag hier. Und das ist also eine Mischung aus Leidenschaft, Engagement und Verantwortungsgefühl. Das ist wirklich einzigartig. Da kann die Gemeinde sehr glücklich sein, dass hier jemand dabei ist. Außerdem kann man, glaube ich, sagen, die Stimmung in diesem Team war ganz toll. Dass man mal über eine Sache unterschiedlicher Meinung ist, ist selbstverständlich, aber die Art und Weise, wie wir es gelöst haben, wirklich von Anfang bis zum Ende, ganz wunderbar ist das gelaufen. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte mich bei Herrn Hoffmann, ich möchte mich auch bei Herrn Hellbach bedanken, Verwaltungschef, Verwaltungsleiter. So jemand wünscht man sich eigentlich, wünscht sich jede Institution, jede Firma kann so jemand gebrauchen. Wirklich verantwortungsvoll, schnell, zielstrebig, dabei unaufgeregt, ganz tolle Arbeit. Auch das trägt bei, hat dazu beigetragen, dass wir hier so wunderbar zusammengearbeitet haben. Die Herren Kurzklebe, natürlich ist er etwas später aufgesprungen auf den Zug. Da fing wir gerade an, ich weiß gar nicht mehr genau den Zeitpunkt, übernommen von Herrn Neumann. Ja, Sie haben diese Stimmung wunderbar weitergeführt. Sie haben sich weniger technisch natürlich eingeschaltet. Nicht? Als Theologe hatten Sie eine etwas andere Aufgabe, aber für das Zusammenarbeiten, für die Stimmung unheimlich wichtig. Und auch Ihnen herzlichen Dank. Dank an die Handwerker, Dank an die Ingenieure. Ich glaube, es ist gar niemand hier jetzt aus der Runde. Und dann darf ich mich bedanken bei meinen Kolleginnen. Sie wissen, zunächst hat Annika Jobs das Projekt federführend begleitet, steht dort hinten, seit 6 Jahren Partnerin bei uns im Büro und dann aber vor gut 2 Jahren ausgestiegen aus dem Projekt. Das haben wir natürlich mit einem weinenden Auge mitgenommen, aber ich darf sagen, der kleine Anton ist jetzt 2 Jahre alt und ihm geht's gut. Und, das ist in dem Fall mal wichtiger. Anna Kloß hat übernommen, ist sozusagen auch wiederum nahtlos aufgerückt, eingesprungen in diese vakante Stelle und hat das super auch gemacht, musste ja nun etwas später da einsteigen und ich darf sagen, gut, dass wir jetzt fertig sind, nächste Woche ist Hochzeit. Ja. Ja, dann bleibt der Herr Nims, den wir noch nicht erwähnt haben. Herr Nims ist der Bauleiter hier gewesen. Herr Linz ist nicht bei uns im Architekturbüro, sondern sozusagen ein Partnerbüro, mit dem wir schon mehrere Baustellen gemeinsam gemacht haben, das Büro Lieder Linz aus Castrop-Rauxel. Und Herr Linz hat hier die örtliche Bauleitung gemacht und ich glaube, das hat er sensationell gut gemacht. Wie schwierig es war, haben wir gesehen und die Ruhe, mit der Sie das gemacht haben und das technische Verständnis, die Qualität, alle Achtung, eine sehr schwere Aufgabe, super gelöst. Herzlichen Dank, Herr Linz. So, ich wünsche Ihnen, ich wünsche dem Haus ganz viel Glück. Ich wünsche Ihnen, dass das pralle Leben, so wie Sie es sich vorgestellt haben, hier stattfindet, dass es ein offenes Haus ist, dass es ein wirklich ein offenes Haus wird für die Stadt, für Sie, für die Kirche, für alle. Und damit alles Gute, Glück auf und herzlichen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich natürlich auch zu diesem wunderschönen Anlass heute hier bei Ihnen
Gast sein zu dürfen und einige Worte an Sie zu richten. Dieses neue Gebäude ist eine absolute Bereicherung für unsere Bottroper Innenstadt. Es ist, davon bin ich auch überzeugt, auch eine Bereicherung für die Menschen hier bei uns und für das Leben in unserer Stadtgesellschaft. Und wir haben gehört, es ist auch für mich ein Symbol eines Entwicklungs- und Veränderungsprozesses innerhalb der Pfarrei und der Propstei St. Cyriakus. Das Gebäude bietet dieses neue moderne Umfeld, ist einladend, repräsentativ und wirkt und stellt die Gemeinde sprichwörtlich, kann man sagen, in ein ganz neues Licht. Zugleich ist es, wie man heute sagt, eben dieses multifunktionale Gebäude und nicht nur Verwaltung, Pfarrei und Propstei, sondern Arztpraxis ist mit an Bord. Und was mir besonders gut gefällt, ist eben auch die Jugendarbeit zieht ein, das Seniorencafé, also all diese multifunktionalen Aspekte sind dabei. Und mit Stückgut, dem sogenannten Wohnzimmer für Bottrop, gefällt mir auch gut, ist hier ein ganz besonderer Raum entstanden. Das Motto lautet eben für mehr gemeinsam in Bottrop und einen passenden Leitsatz zu einem Wohnzimmer kann man, glaube ich, nicht finden. All das zu sehen, ja. Meine Damen und Herren, all das zu sehen, zeigt einmal mehr, und ich glaube, das müssen wir auch heute Morgen nochmal gemeinsam festhalten, dass wir in unserer Stadt dieses Gemeinschaftsgefühl durchaus immer wieder spüren. Das zeichnet Bottrop aus, dass wir zusammenstehen. Daran hat auch, Gott sei Dank, die Pandemie nichts geändert. Und Herr Propst Dr. Kleve hat mir gegenüber im Vorfeld der Eröffnung betont, dass Sie sich wünschen, dass das neue Gemeindezentrum ein offener Ort für die Menschen sein soll, der sich als neue zentrale Anlaufstelle hier in der Stadtmitte einfügt und eben die Bottropperinnen und Bottropper am Gemeindeleben teilhaben lässt. Und dieser Wunsch zeigt sich eben bewusst in dieser offenen Architektur. Und meine Damen und Herren, ich bin ja auch ein bisschen vom Fach und deswegen nochmal großes Kompliment an die Architekten. Ich gehöre also zu denen, die sagen, ein tolles Gebäude, eine gute Architektur, ein richtiger Standort, alles gut gemacht. Genau. Was Herr Feher auch angesprochen hat, und da will ich dann auch gleich mit schließen, liegt mir aber auch nochmal am Herzen, meine Damen und Herren. Wir wissen ja, seit der Pandemie hören wir ja auch nicht auf zu sagen, dass sich die Bottroper Innenstadt immer wieder verändern wird. Wir müssen uns auch heute nochmal klar machen, wir werden diese Bottroper Innenstadt, die Sie vor der Pandemie alle noch gekannt haben und geschätzt haben, die werden wir nicht mehr erleben. Wir sehen diesen Wandel eben in den Geschäften, weil wir eben andere Kaufgewohnheiten haben. Wir stimmen mit den Füßen offensichtlich anders ab. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns davon aber nicht entmutigen lassen, sondern dass wir eben diesen multifunktionalen Aspekt, die neuen Nutzungen in der Bottroper Innenstadt, die Stärke, die Qualität unserer Innenstadt weiter ausbauen und uns klar machen, dass wir mit dieser Innenstadt eine große Chance haben, auch für die Zukunft unserer Stadt. Und deswegen nochmal aus Sicht des Oberbürgermeisters ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und da darf ich ja im Namen von 120.000 Bottroperinnen und Bottroper sprechen, für diese Entscheidung und für Ihr Engagement hier in der Innenstadt. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich habe zwei Dinge noch vergessen. Sie wissen ja, ich schließe die Rede auch heute mit dem kräftigen, aber immer herzlichen Glück auf. Und Sie wissen auch alle, die Stadt ist nicht auf Rosen gebettet. Man könnte sagen, die Stadt ist arm. Sie haben heute gelesen, ne? Ich muss jetzt auch die 5 Millionen
Abwassergebühren wieder irgendwo im nächsten Jahr herholen, weiß auch noch nicht wie. Aber es gibt im Rathaus, in diesem Keller, diesem berühmten, eine Schatztruhe. Und da war ich gestern Abend noch. Und in dieser Schatztruhe, hoffentlich finde ich es jetzt, war noch eine Kleinigkeit und die lasse ich einfach hier liegen für das Haus von der Stadt Bottrop. Alles Gute, Glück auf! Ja, sehr verehrte Damen und Herren, im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop, vor allem der Kolleginnen und Kollegen im Fahrdienst, gratuliere ich Ihnen und euch zur Eröffnung dieses Hauses. Wir freuen uns mit Ihnen und euch für alle Menschen, die hier nun einen Treffpunkt, Anlaufpunkt, einen neuen Mittelpunkt finden. Und das mitten in der Stadt. Was für ein Segen. Als evangelische Kollegin von der Martinskirche kann ich heute nicht anders als mit Martin Luther um die Ecke kommen. Der hat nämlich tatsächlich gesagt, es ist nicht eine der geringsten Gnaden auf Erden, treue Nachbarn zu haben. Wir freuen uns auf viele weitere gute Jahre in guter Nachbarschaft mit Ihnen und euch und das in ökumenischer Verbundenheit. Dieses Haus hat nicht wenig Ähnlichkeiten mit unserem Martinszentrum. Wir freuen uns darauf, weitere Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten in den nächsten Jahren mit Ihnen und euch zu leben und zu heben. Als Geschenk gibt es deshalb, wie könnte es anders sein, ein Martin-Luther-Paket, gefüllt mit vielen guten Dingen rund um Martin Luther für dieses Haus und seine Menschen. Gott befohlen. Ja, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich habe auf der Herfahrt hier, ich bin von Bochum gekommen, so ein bisschen gerätselt, was es mit diesem Namen Stückhut auf sich hat. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, so ganz habe ich das Rätsel für mich noch nicht gelöst. Einem fallen ja dann sofort ein Begriffe aus der Logistik, wie Paletten, Pakete, Fässer. Und ich habe dann das allwissende Internet nochmal konsultiert und befragt und festgestellt, dass nur besonders spezialisierte Unternehmen in der Lage sind, Stückgut auszuliefern. Ich bin dem Rätsel noch nicht so ganz auf die Spur gekommen, aber ich habe gehört von Fuchs-Lewe, es gibt dazu eine Erklärung, auf die ich noch ganz neugierig bin. Vielleicht spielt sie auch heute im Laufe des Tages noch eine Rolle. Ich habe dann gedacht, man kann das ja auch umdrehen, wenn man auf das Wort schaut, Stückgut. Es ist eben hier, wir haben das gehört, ein sehr gutes Stück entstanden, mitten in Bottrop, mit einer besonderen Architektur. Wir haben schon vieles dazu gehört, mit viel Begeisterung und auch mit viel Dank und Dankbarkeit für das, was hier entstanden ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, der Vater des Gedanken sitzt ja heute auch hier, Propst Alpropst Neumann, dass wir, ich weiß gar nicht, wann es war, lieber Herr Propst, durch die Bottroper City gegangen sind. Wir waren damals dabei, den Pfarrei-Entwicklungsprozess gemeinsam für Bottrop in den Blick zu nehmen. Das muss so 2011 gewesen sein, um den Dreh. Und der Blick in die Vergangenheit zeigt nochmal, welche lange Wegstrecke durchlaufen worden ist. Und heute stehen wir hier und weihen dieses Haus ein. Herr Hoffmann hat ja nochmal mit Begeisterung auch über den Weg berichtet und die verschiedenen Stationen, die in diesen gut 10 Jahren durchschritten worden sind. Es soll ein offenes Haus sein, Open Space sozusagen, und in Zeiten, Sie sind als aufmerksame Beobachter der Zeit natürlich auch vielleicht ein bisschen mitleidend, auch in und mit unserer Kirche unterwegs, die gerade durch eine sehr krisenhafte Situation geht. Und vielleicht ist dieses Haus eben auch so etwas schon durch die Sprache der Architektur und durch die Gedanken, die sich damit verbinden, was die inhaltliche Belebung des Hauses betrifft, eine Gegenbotschaft zu dem, was uns gerade als Kirche doch sehr intensiv in den Krisen, in denen wir stecken, bewegt. Also die Botschaft dieses Hauses, und das ist auch die Botschaft des heutigen Tages, heißt: Ja, es ist mit uns zu rechnen, wir wollen auch, und das ist die Sprache dieses Hauses, so sein wie dieses Haus, eine offene Kirche, eine einladende Kirche, ein offener Platz, ein Ort der Begegnung für viele Menschen, für viele Gruppierungen. Und ich habe gerade so gedacht, die Nähe von Kirche und Medizin hat auch eine lange Tradition, also das scheint mir auch eine gute Nachbarschaft zu sein. Ich darf einfach meine Freude heute mit Ihnen teilen. Es sind schon viele Worte gefallen. Ich darf
an dieser Stelle den besonderen Gruß auch unseres Bischofs überbringen und darf nun heute, wohlwissend, und das haben wir heute ausführlich gehört, dass ein solches Werk, ein solches gutes Stück, das Ergebnis der Anstrengungen vieler ist, die beteiligt waren. Viele Namen sind schon würdigend gefallen, aber ich möchte heute auch nochmal in besonderer Weise jemanden hervorheben. Und Herr Hoffmann, ich darf Sie nochmal einmal zu mir bitten, der als ehrenamtlicher Bauleiter, als Vertreter des Bauherrn, als Vertreter des Kirchenvorstandes in besonderer Weise sich verdient gemacht hat. Und Herr Hoffmann, wir haben gerade den ganzen Enthusiasmus, also der Propst hat so ein bisschen auf die Uhr geguckt, weil sie gar nicht zu stoppen war in ihrem Bericht, was aber ja verständlich ist, aufgrund des Dienstes und der Aufgabe, die Sie hier wahrgenommen haben. Insofern, wir wollen Ihnen dafür nochmal in besonderer Weise danken. Das tue ich auch im Auftrag und Namen des Bischofs. Und so ein bisschen dürfen alle anderen, die mitgewirkt haben an diesem Werk, natürlich auch von diesem Dank mitnehmen. Aber der gilt Ihnen nochmal für alle diejenigen, die hinter Ihnen standen, die mit Ihnen gearbeitet haben, für den gesamten Bauausschuss, den Kirchenvorstand, den Pfarrgemeinderat. Das Ehrenzeichen des Bistums Essen überreichen und Ihnen ganz herzlich danken für Ihr großartiges Engagement. Das ist, glaube ich, nochmal ein Applaus hier. Dazu gibt es eine Urkunde mit einem kurzen Text, den ich schnell verlese. Das von Franz Kardinal Hensbach gestiftete Ehrenzeichen des Bistums wird in dankbarer Anerkennung für herausragende Verdienste um die Kirche im Bistum Essen Herrn Heinz-Dieter Hoffmann verliehen. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank für Ihr Engagement, lieber Herr Hoffmann. Ich danke auch, Sie sehen mich ganz gerührt. Eigentlich bin ich ein ziemlich taffer Mensch, aber jetzt nicht doch den Tränen etwas klar. Vielen Dank, habe ich nicht gerechnet. Ich habe natürlich diese ganze Arbeit sehr gerne getan. Wie Sie sicherlich gemerkt haben, habe ich das immer wieder ganz freiwillig und sehr gerne getan. Und wenn es dazu geführt hat, dass es gut geworden ist, dann freue ich mich umso mehr. Aber an dieser Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, mein größter Dank gilt meinem lieben Freund Thomas Hellbach. Ohne den hätten wir das alles hier nicht geschafft und ich danke dir, Thomas, ganz besonders dafür. In diesem Sinne, möge das Haus mit dem heutigen Tag der feierlichen Einweihung seine Bestimmung finden und belebt werden im Sinne derjenigen, die nicht nur über das Haus als Bau nachgedacht haben, sondern als Ort künftiger Begegnung, Kirche mitten in der Stadt, mitten in Bottrop. Ich sage auch, ich freue mich mit Ihnen allen, Glück auf und wünsche uns allen noch einen schönen weiteren Festtag. So sei nun dieses Haus gesegnet, alle die ein- und ausgehen. Die Gemeinschaft, die heute Morgen hier zusammengekommen ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Besprengt mit dem Wasser der Taufe, spüren wir unsere tiefe Verbundenheit in Jesus Christus. Er ist der Grundstein, er ist der Schlussstein. Sein ist die Zeit, sein ist die Ewigkeit. Amen. Nun sei auch dieses Haus gesegnet mit dem heiligen Wasser. Das Parkett hält es aus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass der Omnescientes, laudate Dominum. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wenn du das Haus nicht baust, bauen alle Bauleute vergebens. Du hast deinen Sohn zum Eckstein und zum Fundament deines Reiches gemacht.
wir bitten dich, segne diesen Grundstein, damit er heute und in kommenden Zeiten daran erinnere, auf welches Fundament wir gebaut haben. Dir sei Lob und Dank im Heiligen Geist durch Christus Jesus, unseren Herrn und Bruder, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Laudate omnes gentes, laudate Dominum.